Hallo liebe KosmonautInnen, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr Windows in Docker betreiben könnt. Es kann doch ab und zu mal vorkommen, dass man für die ein oder andere App eine Windows-Installation benötigt. Genau so ging es mir jetzt, als ich das Spiel Tetris, was ursprünglich für die Elektronika 60 entwickelt wurde, ausprobieren wollte. Denn davon gibt es einen Nachbau, den gibt es aber leider nur für Windows. Jetzt hätte ich die Möglichkeit, entweder Windows in einer virtuellen Maschine zu installieren oder parallel zu meinem bestehenden Betriebssystem. Das wollte ich jetzt allerdings vermeiden und deswegen habe ich nach einer Alternative gesucht. Dabei bin ich auf Windows für Docker gestoßen, denn damit hast du die Möglichkeit, eine beliebige Windows-Version in einer Docker-Instanz zu betreiben. Und genau das möchten wir uns heute mal anschauen. Voraussetzung dafür ist, dass dein Computer KVM unterstützt. KVM ist die Linux-Kernel-Virtualisierung und das können wir ganz einfach prüfen, ob dein Kompi das kann. Dazu öffne ich hier erstmal ein Terminal und gebe dann Befehl sudo apt-install cpu-checker ein. Hier wird jetzt eine kleine App installiert, mit der ich prüfen kann, ob mein Computer KVM unterstützt. Dazu kann ich jetzt den Befehl sudo kvm-ok eingeben. Hier sagt er jetzt, devkvm existiert und ich kann KVM benutzen. Falls du das Ganze jetzt hier in einer virtuellen Maschine ausprobieren möchtest, dann stelle bitte sicher, dass du eben diese Nested-Virtualisierung auch angehakt hast. Das findest du hier im Bereich System unter Prozessor. Da hast du einmal PANX, das sollte dein Computer auch unterstützen. Und dann natürlich die Nested-Virtualisierung. Das heißt, du kannst Virtualisierung in der Virtualisierung nutzen. Wenn das jetzt alles Voraussetzung alles schon erfüllt ist, dann kannst du jetzt natürlich mit der Docker-Installation beginnen. Docker steht für Debian in den Repositories zur Verfügung und ich verwende hier wie üblich SpaceFun. Das ist meine Linux-Distribution, die findest du auf spacefun.ch und damit zeige ich euch das Ganze jetzt. Ihr könnt das aber natürlich auch unter Linux Mint oder Ubuntu oder einer anderen Debian-basierten Distribution nachbauen. Ich installiere jetzt Docker hier aus den offiziellen Debian-Repositories und zwar mit dem Befehl sudo apt-install docker.io und docker-compose. Denn ich möchte das Ganze wie üblich mit dem Docker-Compose-Plugin realisieren, denn da habe ich viel mehr Möglichkeiten. Ich habe das Ganze jetzt hier für euch schon vorbereitet, ansonsten wird bei euch jetzt Docker im Hintergrund installiert. Dazu muss dein User natürlich auch noch in der Docker-Gruppe sein und das kannst du mit dem Kommando usermod, also sudo, usermod-a-g, dann die Gruppe Docker und dann dein Benutzer, in meinem Fall hier Astronaut. Dann müsstest du dich einmal von deinem Computer abmelden und wieder anmelden und dann kannst du mit dem Befehl id prüfen, ob du hier in der Docker-Gruppe drin bist. Ich erstelle jetzt für meine Windows-Installation in meinem Home-Verzeichnis ein Windows-Verzeichnis. mkdir-p Windows. Also ich kann jetzt hier tilde slash Windows eingeben. s-al und sehe jetzt hier schon meinen Ordner Windows. Da gehe ich jetzt mal rein und dort erstelle ich jetzt diese sogenannte Docker-Compose-Datei. Wie das Ganze aufgebaut ist, das steht hier auf der Homepage des Projektes genau beschrieben. Ich habe euch das Ganze aber mal ausgearbeitet, denn da gibt es noch ganz viele Einstellungsmöglichkeiten. Die URL verlinke ich euch natürlich auch wie immer in der Videobeschreibung, dass ihr das einfach nachlesen könnt. Ich habe jetzt hier ein Docker-Compose-File hier vorbereitet. Das ist der Inhalt. Den kopiere ich mir jetzt mal. Kopieren. Und gehe jetzt hier mit nano docker-compose.yaml hier rein und paste jetzt den Inhalt hier entsprechend rein. Jetzt gehen wir das Ganze mal durch. Hier sagen wir, welches Image genutzt wird, nämlich das Image von dem User docker Windows. Containername soll Windows heißen und hier sage ich jetzt, welche Version. Es stehen ganz verschiedene Versionen zur Auswahl. Die Möglichkeiten findest du hier von Windows 11 bis zur Windows XP kannst du wirklich alles hier installieren. Wir nutzen jetzt hier an dieser Stelle Windows 7. Ich gebe dem Ganzen 2 GB RAM,
habe hier eine CPU-Core definiert, sag als Keyboard-Layout DA-CH, wenn du deutsches Keyboard hast, oder ich sage jetzt mal DH-DE-DE für deutsches Keyboard, sag als Region aber DE-CH für die Schweiz. Language sage ich German, dann kann ich hier noch einen Benutzernamen, Astronaut und Spacefan als Passwort definieren. Hier werden jetzt automatisch gewisse Ports vorgewortet. Das ist einmal ein Port für eine lokale VNC-Installation, über die du nachher über den Webbrowser auf dein Windows zugreifen kannst. Und das hier sind die Ports für die Remote-Desktop-Verbindung, die wir nachher auch nutzen möchten. Hier hast du noch die Möglichkeit, einige Volumes zu hinterlegen oder diese sozusagen zu binden. Und hier habe ich ein Volume gebindet, nämlich in meinem Ordner Home Astronaut, das muss natürlich anpassen, dann Windows und Shared. Das ist ein Austauschvolume, über das ich Dateien mit dem Windows austauschen kann. Und dann habe ich meine Storage-Volume hier auch reingelegt, dann habe ich alles an einer Stelle. Jetzt sage ich hier Ctrl oder Steuerung O, Enter, Ctrl X und kann das Ganze dann auch beenden. Und kann das Windows jetzt hier auch schon mal starten. Und zwar mit Docker minus Compose ab. Im Hintergrund wird er jetzt das Windows erstellen und am ersten Teil natürlich die Windows-Installation vorbereiten und für dich völlig vollautomatisiert das Windows installieren. Das habe ich jetzt hier schon mal gemacht. Beim ersten Mal dauert das natürlich ein bisschen. Du kannst aber die Installation auch schon hier über diese URL beobachten. Ich öffne die jetzt mal und sehe jetzt hier im Browser über VNC auch schon meine fertige Windows-Installation. Da sehe ich auch meinen Benutzer Astronaut. Ich könnte jetzt hier natürlich auch schon über den Computer, also über den File Explorer, Dateien ausführen. Aber du siehst hier, das VNC ist natürlich auch etwas langsam. Und er hat natürlich hier auch keine Soundunterstützung. Ich möchte das Spiel natürlich gerne mit Sound starten. Ich zeige dir aber trotzdem schon mal etwas. Nämlich hier im Bereich Netzwerk hast du die Möglichkeit, über host.lan direkt auf dieses Austauschverzeichnis mit deinem Computer, also mit deiner Linux-Installation, zuzugreifen. Und da habe ich dieses Game tatsächlich auch schon abgelegt. Jetzt möchten wir das Ganze aber über Remote Desktop anschauen, denn damit sind wir deutlich flexibler und schneller unterwegs. Ich kann mir dazu einen Remote Desktop Client installieren. Ich öffne jetzt hier ein neues Terminal, Ctrl-Shift-T und könnte jetzt hier Remina installieren. Ich habe das jetzt hier schon drauf, ich zeige dir aber nochmal, wie das geht. Sudo apt-install Remina. Remina ist ein Remote Desktop Client, der das RDP-Protokoll unterstützt. Ich gebe jetzt hier wieder mein Passwort ein und hätte Remina an dieser Stelle schon drauf. Wenn ich das starte hier, dann öffnet sich das Hauptfenster und dort kann ich eine neue Verbindung erstellen. Ich sage jetzt hier Plus und kann jetzt der Verbindung einen Namen geben. Ich gebe jetzt dem hier mal Win7 als Namen und hier kann ich als Server Localhost angeben. Benutzername Astronaut und das Passwort, was ich in der Docker Compose-Datei vergeben habe. Jetzt gibt es hier noch einige weitere Einstellungen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel Auflösung des Clients verwenden. Dann ist noch wichtig, hier um Punkt erweitert, da musst du noch was ändern, nämlich das TLS-Sicherheitslevel, sonst verbindet er nicht mit Windows 7, auf 0 Windows 7 kompatibel setzen. Und hier auch noch Audioausgabe lokal, denn wir möchten ja gerne Audio hören. Sagen wir hier Speichern und Verbinden. Und jetzt an dieser Stelle wird auch schon eine Verbindung zu meiner Windows-Installation aufgebaut. Und ihr seht, ich bin jetzt hier auch schon in diesem entsprechenden Verzeichnis. Über RDP wird Windows natürlich in dieser klassischen Variante dargestellt, um entsprechend Ressourcen zu sparen. Aber ich kann hier ganz normal mit meinem Windows arbeiten. Ich könnte alle Programme, die es hier gibt, auch unter Windows nutzen. Das geht also ganz gut. Und jetzt könnte ich hier tatsächlich dieses Spiel, was ich hier installiert habe, Elektris oder entpackt habe, einfach mal starten. Sage ich hier ausführen. Kann jetzt hier sagen 0. Und hätte jetzt die Möglichkeit, das klassische Tetris hier in meinem virtuellen Windows-System auch zu spielen. Ihr könnt das Ganze mal ausprobieren. Also wirklich, gebt euch Mühe. Probiert das Ganze mal aus. Probiert auch mal verschiedene Windows-Versionen aus. Es gibt natürlich verschiedene Windows-Versionen zur Auswahl, mit denen ihr spielen könnt. Und schaut euch unbedingt auch mal die weiteren Einstellungen oder Möglichkeiten in dem Docker Compose-File an.
Hier kann ich den Vollbildmodus wieder umschalten und habe das Ganze dann auch wieder in einem Fenster. Diese Docker Compose-Datei, die ich hier verwendet habe und die ich euch in der Form auch empfehle, die packe ich euch natürlich in unsere Telegram-Community. Also tretet unbedingt unserer Telegram-Community bei, geht dazu auf spacefarm.ch und klickt hier auf den Punkt Telegram und schon seid ihr drin. Und dort findet ihr ganz viele nette Leute, mit denen ihr euch über Linux und freie Software austauschen könnt und natürlich auch eure Fragen stellen könnt, falls ihr mal nicht weiterkommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Berichtet mir in den Kommentaren und in unserer Community. Und bis bald. Tschüss.